Servus. Evalem, wie ich sehe, schenkt ihr meiner Warnung keine Beachtung. Oder denkt ihr vielleicht, ihr seid stark genug, um gegen mich anzutreten? Finden wir's heraus. Imperius, hört auf mit dem Irrsinn. Diablo ist der Feind, nicht die Nephalem. Tyrael, um euch werde ich mich noch früh genug kümmern. Ich werde... Was? Was ist das? Nein, Diablo hat den Bogen erreicht. Nein, Diablos Verderbnis greift bereits nach dem Kristallbogen. Deshalb sind die Engel gefallen. Sollte sein Licht für immer erlöschen. Wir müssen Diablo schlagen, bevor das geschieht. Dann hängt alles an uns Sterblichen, Tyrael. Der Verlust eurer Flügel erweist sich als glücklicher Umstand. Diablos schändliche Verderbnis versperrt uns den Weg. Bleibt zurück. Eldruins Licht wird den Weg freimachen. So, das ist wohl die letzte Aufgabe hier. Deswegen gehen wir auch direkt mal wieder verkaufen. Das, was wir behalten wollen, rein da. Und das letzte Mal mit unseren Leuten reden. Ich hätte eigentlich gerne mehr von diesen erstklassigen Heiltränken. Ich weiß, wovor ich Angst habe. Jahrelang fürchtete ich, das Juwel von Dirges würde in die falschen Hände geraten. Dass das Böse in ihm auf die Welt losgelassen würde. Doch im Angesicht all dieser Zerstörung kann ich nicht mehr an ein Juwel denken. Selbst wenn es so schrecklich wie Dirges ist. Ihr müsst uns retten! Ich werde schon bald dem Herrn des Schreckens gegenüberstehen und uns bleibt nur noch wenig Zeit. Sagt mir, wer ihr wirklich seid. Trotz all eurer Bildung glaubt ihr noch immer, ich könnte etwas anderes sein als ein einfacher Juwelier? Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Die Welt ist voller Dinge, von denen ich einmal glaubte, dass ich sie verstehen würde. Ja, nicht wahr? Aber es gibt eine Tatsache, auf die man sich verlassen kann. Die Wahrheit ist niemals so interessant wie wilde Spekulation. Wie dem auch sei. Wenn ihr Diablo besiegt habt, solltet ihr euch nicht auf der faulen Haut ausruhen. Wir haben noch weitere Länder zu erkunden, ihr und ich. Dirges Juwel ist noch immer irgendwo da draußen. Also, die Wahrheit nicht so interessant, dann ist er wahrscheinlich kein Gott. Die haben nichts mehr. Das ist mit unserem Kollegen auch nichts. Ich habe mit Ithirael gesprochen und er hat mir geholfen, das Dokument zu übersetzen. Es wurde von einem Engel verfasst, der Potenzial in der Menschheit sah. Er begann, einige junge Frauen zu unterrichten, die die Dämonen getötet hatten, welche von ihren Herren beschworen wurden. Ihr meint euch und eure Schwestern? In der Tat. Der Prophet, dem ich so viele Jahre lang gefolgt bin, war ein Engel. Deswegen kam euch Tyrael bekannt vor. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der Prophet der sterbende Engel war, der mir das Dokument gab. Die Schriften sagen, er hätte unter absoluter Geheimhaltung gearbeitet. Ithirael wusste nichts davon. Dann müsst ihr einen neuen Weg durch die Welt finden, ohne ihn. Ihr habt recht. Und ich hoffe, dass ich ihn weiterhin mit euch beschreiten kann, meine Liebe. Ich habe eine kleine Überraschung für euch, Lyndon. Wirklich? Es ist Gold. Eine Menge Gold. Ich werde euch nach Königshafen begleiten, wenn sich die Lage beruhigt hat. Wir werden die Handelsgilde bezahlen und euren Bruder befreien. Das ist ein Scherz, oder? Ihr sagt das nicht nur so? Sogar ich weiß, dass dies der falsche Zeitpunkt für Scherze ist. Es ist mir eine Freude, euch zu helfen. Ich bin sprachlos.
Das halte ich für unwahrscheinlich. Okay. Eine letzte Schlacht steht unserer Heldin noch bevor. Dann können wir endlich nach Hause gehen. Würdest du ihr nicht gerne helfen? Ich glaube nicht, dass sie Hilfe nötig hat. Ich habe schon ein bisschen Hilfe nötig. Glaub mir nur. Ich hab Schiss. Das Tor ist geöffnet, Nephalem. Diese letzte Prüfung ist nur für euch bestimmt. Ohne euch wäre ich nie so weit gekommen, Tyrael. Es war mir eine Ehre. Doch dies ist der Moment eurer Bestimmung. Die Stunde des Sieges der Menschheit. Ja. Jetzt oder nie. Oder... Oh Mann. Diablo ja, Diablo nein. Hardcore-Modus. Ah, ich weiß es nicht. Ach verdammt, wir probieren's. Ich bin gefangen. Geht ohne mich weiter. Ich darf mich nicht fangen lassen. Nicht fangen lassen. Ah, also heißt es nicht mehr Diablo, sondern jetzt Legion. Okay. Rennen wir ein bisschen dadurch. Woo! Feuerball. Wow, Teleportation. Noch besser. Okay, weg vom Schwarzen. Wow, 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 wow. Okay. Ich werde diese Heiltränke noch öfters gebrauchen, glaube ich. Und weg, 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 renne! Genug! Mein Schreckensreich wird dich nun verschlingen! Okay. Aus diesem Albtraum wirst du nie wieder erwachen. Shit. Warum soll ich das tun? Shit. Ach du Kacke. Diablo ist beschissen stark. Aus diesem Albtraum wirst du nie wieder erwachen. Spürst du deinen Tod daran, Mann? Stirb du mal lieber. Ich habe noch niemanden im Stich gelassen. So, wir haben es geschafft aus deinem tollen Reich. Dieses erbärmliche Licht muss ausgelöscht werden. Alles, was du jemals kanntest, alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, Nephalem. Rennen, 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 rennen. Ah, schon.
Kill, kill, kill it, kill it, kill it, kill it, kill it, kill it. Irgendwo da ist er. Wow. Komm schon, ich hab dich gleich. Und tschüss. Tschüssikowski, Diablo. Ich hab's geschafft. Jawoll. Geh endlich drauf, du blödes Vieh. Yes! Und her damit. Hab ich mir jetzt echt verdient. Na, was haben wir denn da? Ist nicht so gut. Das ist einigermaßen geht so. Ist auch nicht so das Bessere. Na, da habe ich immer noch bessere Sachen. Bis auf den Helm. Der ist Bombastico. Super Helm. Sieht auch ganz gut aus. Und noch einen schönen Vitalitäts-Amethyst drin. Mist. 7% Leben. Egal. Es hat sich gelohnt. Alles. Die Wunden, die Schmerzen. Mit einem Templer das Brot zu brechen. Oh, kleiner Scherz. Ihr seid wie eine Familie für mich. Ich schulde euch mehr, als ich je zurückgeben kann. Jetzt halte ich besser die Klappe, bevor mir schlecht wird. Was ihr da getan habt, das war einfach unglaublich. Ihr seid der größte Held in der Geschichte. Ganz Königshafen wird euren Namen kennen, wenn es nach mir geht. Sie werden ihn bis in alle Ewigkeit singen. Ich werde ihn verdammt nochmal jetzt singen, wenn ihr das wollt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr das getan habt. Lyndon, weint ihr? Nein, nein, es regnet. In den Himmeln regnet es nicht. Jetzt schon. Endlich haben wir gesiegt. Ich habe nie daran gezweifelt. Ihr seid eine wahre Heldin. Und damit fällt der Herr des Schreckens. Mögen all die Seelen, die von seinem Bösen gefoltert wurden, nun Frieden finden. Endlich ist es vorbei. Viele tapfere Seelen sind in diesem Krieg gefallen. Dank uns sind sie nicht umsonst gestorben. Ich kann nicht glauben, dass alles so eingetroffen ist, wie der Prophet es wünschte. Ich habe alles, was mir vertraut war, zurückgelassen, um an eurer Seite zu kämpfen. Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ihr seid wahrhaftig die, die der Prophet versprochen hat. In euch vereint sich alles, worauf die Engel und die Menschheit gehofft haben. Und nun ja, ihr seid auch noch sehr nett. Na, das danke ich euch doch allen. Sehr sogar. Und unsere Aufgabe ist damit mehr oder minder vollendet. Ich versuche mich mal zurück zu porten, ob das geht. Ja, das geht. Aber unsere Händler haben nichts für uns. Oh, doch, unser Shen hat was zu sagen. Sieg! Endlich! Ich hätte niemals auch nur geträumt, dass unsere bescheidene Aufgabe dazu führen würde. Von dieser Geschichte werde ich noch viele, viele Jahre sprechen. Und natürlich werde ich die Rolle eines einfachen Juwelenschmiedes nicht aussparen. Ja, ja, mach du nur. Aber unser Eamon bin ich jetzt sehr traurig. Der hat nichts zu sagen. Aurel. Der Tag ist gerettet. Diablo ist besiegt und mit ihm alles Böse. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das wahre Böse stirbt niemals wirklich. Die Zeit wird es zeigen. Überleben, um zu kämpfen. Wählen Sie okay, um das Spiel zu beenden und zum Hauptmenü zurückzukehren. Spiel beendet.
beenden. Am Ende war es ein sterbliches Herz, das zwei Welten vor dem Untergang rettete und das oberste Übel für immer besiegte. Eines neuen Tages für Engel und Menschen. Denn die größten Verteidiger der Menschheit, die Nephalem, haben sich erhoben, um die Finsternis zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Meine Brüder, ich nehme meinen Platz unter euch wieder ein. Aber diesmal als Sterblicher. Da der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für immer werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte dieses glorreichen neuen Morgens. Und in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Diablo 3 durchgespielt. Ja, das ist jetzt alles wunderbar und das Spiel macht auch sehr viel Spaß. Die Wendung war auch sehr trickreich, finde ich. So, die Erschaffung des Ultrabösens. Um Leas Seele mache ich mir noch Sorgen. Und ich meine, das Spiel ist ja noch nicht fertig. Diablo Reaper of Souls kommt ja jetzt im März. Bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Und bis dahin haltet die Ohren steif. Man sieht sich.